Ja, hallo zu Hause an den Fernsehgeräten oder ganz gleich, wo Sie uns immer empfangen. Hier ist eine ganz neue, brandaktuelle Ausgabe Ihrer beliebten Sendung Tischtalk. Ihr Moderator heute Abend, wie immer, Joachim Mirkes. Und ich freue mich ganz außerordentlich, auch mal wieder für Sie interessante Menschen und Themen der Zeitgeschichte aufgetrieben zu haben. Heute Abend zu Gast hier in unserer Sendung sind Tränendiebe. Das ist das Duo Tränendiebe, besser gesagt, aus Oldenburg. Und dieses Duo gibt es nicht erst seit heute, sondern schon ein bisschen länger. Und die machen auch ganz viel, vor allen Dingen gute Musik. Und da wollen wir mal ein bisschen erfahren, was da so in der Vergangenheit und in der Zukunft so auf dem Programm steht. Ich freue mich also ganz doll, dass ihr beide heute Abend da seid. Hallo Melanie. Hallo und danke, dass wir da sein dürfen. Und das ist der Uwe Fleischhauer. Das stimmt. Hallo, guten Abend. Uwe Fleischhauer dürfte den meisten von Ihnen zu Hause, zumindest den Oldenburgern, irgendwie auch ein Begriff sein. Der Uwe ist musikalisch nicht seit gestern unterwegs. Wie lange machst du schon Musik, Uwe? Über 30 Jahre. Ja, so alt bist du doch gerade erst. Also. Ja, so. Aber man kannte dich schon aus anderen Formationen. Du hast also auch andere Bands schon quasi begleitet oder auch erfunden quasi. Ne? Du warst immer Frontman? Ja, Frontman bin ich ja nicht. Ich bin ja kein Sänger. Ich bin ja dann immer nur der Gitarrist. Ja, mitgegründet, wie es dann so kommt. Ne? Und dann sucht man halt Musiker und dann irgendwann passieren dann die Songs. Das Duo Tränendiebe, wie gesagt, die beiden netten Herrschaften neben mir, machen jetzt seit 2013 zusammen Musik und haben sich ja nicht auf dem Bahnhof kennengelernt, sondern ganz witzig, wie habt ihr euch kennengelernt? Uwe hat über Facebook ja eine Sängerin gesucht und daraufhin habe ich ihn angeschrieben, ihm gesagt, dass ich unter der Dusche singe und auch was bei YouTube habe und er sich das doch mal ansehen soll und daraufhin hat er sich gemeldet und dann kam ich zum Vorsingen. Finde ich immer wieder interessant, wir leben ja in einem ganz medialen Zeitalter und so Social Medias wie Facebook kriegen es dann ja auch tatsächlich mal hin, Menschen und auch in diesem Fall Musiker zusammenzuführen. Das Duo Tränendiebe hat sich dem Deutschpop verschrieben. Ist das richtig beschrieben? Ja, das kann man so sagen. Deutsche Texte, es ist Popmusik. Von daher passt das. Akustik-Pop oder so könnte man auch sagen, Deutsch. Also ihr seht euch so in einer Riege, also musikalisch jetzt, wie Silbermond zum Beispiel? Oder wer sind da so eure Vorbilder sonst? Ja, Silbermond, Rosenstolz, in die Richtung. Mhm. Mark Foster ist natürlich jetzt aktuell sehr... Burani, ne? Burani, ja. Schön ist übrigens, in den letzten Jahren hat ja die deutschsprachige Popmusik so etwas wie eine Renaissance und wird auch, ich glaube, viel ernster genommen. Ich glaube, das letzte Mal, als man deutsche Musik richtig wahrgenommen hat, das war zur Zeit der neuen deutschen Welle, ne? Mal ganz abgesehen von den ganzen Schlager-Menschen, die so damit ihr Geld und ihre Karriere auf die Beine stellen. Aber ihr seid eben doch eher so die textlastigeren Künstler. Es geht immer wieder um das gleiche Thema, nicht, Melanie? Ja, es geht überwiegend um die Liebe, aber eben auch um Trennung, um Verlust. Gehört die Trennung zur Liebe nicht zwangsläufig dazu? Ich finde zwangsläufig nicht. Vielleicht irgendwann, wenn man stirbt, ja. Aber zwangsläufig nicht. Man hat immer die Hoffnung, dass es hält, ne? Ja, ich habe dafür ja auch dazu einen Titel, glaube ich, geschrieben, ne? Wie hieß er noch gleich? Solange wie du mich liebst, meinst du? Genau. Wahrscheinlich, ja. Genau, solange du wie du mich noch liebst, heißt ja in Wirklichkeit, dass man am Beginn einer Beziehung quasi schon mit in Erwägung zieht, ja, diese Beziehung könnte mal. Ja, wie gesagt, es ist ja nichts von Ewigkeit. Und man hofft natürlich, wenn man was Schönes findet, dass man das so lange wie möglich irgendwie haben kann oder haben darf oder begleiten darf. Ja, und wie gesagt, also das Thema ist immer wieder aktuell, auch für unsere Zuschauer sicherlich. Sie haben sicherlich auch alle ihre ganz persönlichen und eigenen Erfahrungen mit dem Thema Liebe, Trennung, Schmerz. Und ihr habt ja auch schon CDs produziert und seid letztes Jahr auch auf einer sehr ausgedehnten Tournee gewesen, auf einer Club-Tournee. Ist das so euer Ding? Nicht die großen Hallen, sondern lieber die Clubs? Oder würdet ihr, wenn ihr könntet, auch die große Halle nehmen? Oh, ich glaube, da kennen wir keine Grenzen. Da sind wir flexibel. Wir freuen uns über alle Angebote. In den kleinen Lokalitäten hat man einfach die Möglichkeit, nah bei den Zuhörern zu sein und wirklich auch mitzubekommen, wenn sie mal weinen oder wenn sie lachen. Aber klar wäre es auch toll, wenn man mal in einer großen Halle spielen könnte. Machen, ne? Das Duo Tränendiebe oder überhaupt der Bandname, wie kam es dazu? Also gegründet haben wir die Tränendiebe oder habe ich die gegründet Dezember 2004
und hatte damals eine Sängerin kennengelernt, durch die ich dann motiviert war zu sagen, jetzt machen wir mal diese Duo-Geschichte. Das war mir schon länger im Kopf rumgeschwirrt. Und ich hatte dann den Namen Tränentanz erst und die Dame wollte das halt ein bisschen lustiger gestalten und ein bisschen schelmischer und hat dann diesen Dieb damit eingebaut. Und dann habe ich gesagt, das passt und so sind wir auf diesen Namen Tränendiebe gekommen. Tränendiebe. Was ich weiß, wenn man das bei Google eingibt, gibt es weltweit also keinen Begriff, der so in die musikalische Richtung geht. Es gibt ein Buch, da muss es irgendwie ein Kapitel geben oder irgendeinen bestimmten Abschnitt im Buch, da gibt es dieses Wort Tränendiebe in diesem Buch, der dann irgendetwas so benennt. Aber sonst gibt es dieses Wort wohl auch so noch nicht. Und das ist ja, wenn man neue Bands gründet, was ich also auch in der Vergangenheit schon hatte, dass wenn man den Bandnamen sucht, dass das erstmal dauert, bis du irgendwas findest, was es noch nicht gibt. Das ist ja immer nicht so schön, wenn man das irgendwie... Da sieht man auch schon an eurer Internetseite, also da steht tränendiebe.de, also und nicht irgendwie minus eure, sondern genau. Diese Domain gab es einfach noch, ja? Ja? Und für Sie, liebe Zuschauer, blenden wir jetzt auch diese Internetadresse einfach mal ein, damit Sie vielleicht, wenn Sie Zeit und Gelegenheit haben, einfach noch mehr über das Duo Tränendiebe erfahren können. Ja, Sie sind aber, ihr seid auch im Facebook, ja, wie gesagt, vertreten, darüber habt ihr euch kennengelernt, das heißt, es gibt nicht nur die Internetseite und auch Facebook? Wir haben auch eine Seite auf Facebook, auch Tränendiebe. Und sowohl über die Seite als auch über die Homepage kann man eben immer alle Neuigkeiten erfahren. Wenn wir eben auf Tournee gehen, wird auch dort immer jeder Gig einzeln angekündigt. Auf der Homepage kann man sie komplett dann sehen, ja. Die ganze Liste. Ja. Und ist es so, dass ihr für dieses Jahr auch noch eine Tournee oder was plant? Planen? Also wir haben jetzt letztes Jahr diese Tournee haben wir ja gemacht und da waren einige Locations bei, die für dieses Jahr wieder vorgesehen sind. Das war also hier, zum Beispiel hier in der Region, vielleicht nennt ihr einfach mal, vielleicht hat der eine oder andere Zuschauer dann Lust, ja, mal herzukommen. Was auf jeden Fall wieder mit dabei sein wird, ist das Litfaß zum Beispiel, das Olds hier in der Nähe vom gegenüber vom Schwan, ist ja hier gleich um die Ecke. Das wird wieder mit dabei sein. Aber wir haben dieses Jahr auch vor, mal so ein bisschen über die Grenzen von Oldenburg hinauszugehen. Das heißt Bremerhaven, Bremen, Hamburg, Hannover, Osnabrück. Osnabrück ist unser Sendegebiet, aber auch alles bis zur Küste wird übers Kabelnetz mit Regio TV versorgt, das wissen Sie. Aber Sie können uns alternativ natürlich auch immer im Internet empfangen. Das ist vielleicht mal am Rande nochmal ganz wichtig. Ich würde auf jeden Fall dazu tendieren, wenn ihr nicht Zeit habe, mal zu einem eurer Konzerte zu kommen. Aktuell habt ihr auch ein Album draus, aber ich habe gehört, es ist bereits vergriffen. Ich meine, das spricht ja für das Album, ne? Ja, kommt natürlich immer dann auf die Auflage an, aber die erste Auflage ist tatsächlich schon komplett. Also von den 10 CDs ist jetzt auch... Es waren ein paar mehr, das war schon dreistellig, aber ja, da müssen wir gucken, dass wir dann, also wir haben jetzt ein neues Album in Arbeit, sind gerade in der Vorproduktion, haben 4 Songs fertig, wenn man es so nennen will. Es geht jetzt bald wieder ins Studio für die nächsten Songs, das wird dann auch wieder so eine Geschichte mit 16-seitigem Booklet und... Ja, das neue Album ist wie gesagt in Arbeit. Wie heißt das neue Album oder wie soll es heißen? Ist das schon bekannt? Keinen verratbaren Titel. Ja. Also gut, dann wollen wir das Geheimnis jetzt auch nicht wirklich lüften. Aber es gibt schon Titel für das neue Album. Und ich freue mich ganz außerordentlich, dass ihr quasi so als Weltpremiere hier bei uns in der kleinen Tischtalk-Lounge hier mal einen Titel von zum Besten gibt. Das ist, wie heißt der Titel? Ergeben. Ergeben und demnächst dann, wie gesagt, auf der nächsten CD, wo der Name noch nicht feststeht, zu hören. Thank you.
Ja, das war der Titel Ergeben, um den es ganz ausnahmsweise mal nicht um das Thema Liebe ging, ne, sondern wer genau hingehört hat, es ging um? Um das Leben an sich und dass man nicht immer zufrieden damit ist und wie man das nimmt und darauf zurückblickt. Ja, also alles im Grunde eine doch schon fast philosophische Betrachtung von den Texten, ohne jetzt wirklich eine Philosophiesendung hier rauszumachen. Aber musikalisch auf jeden Fall und wie gesagt deutsch, und das ist immer schön auch für unsere Zuschauer, deutsche Musik ist im Kommen und hier auf Rego TV werden sie damit auch versorgt. Und ich freue mich, dass Tischtalk sowas wie ein Forum für Sie und euch auch sein kann. Das wollen wir auch immer. Und Musiker aus der Region sind immer herzlich willkommen. Und mal sehen, wenn die nächste CD dann wirklich fertig ist und einen Namen bekommen hat, dann seid ihr vielleicht wieder hier. Und ein Cover, ja. Dann seid ihr wieder hier. Und für heute möchte ich mich einfach für Ihr Interesse bedanken und freue mich, Sie in einer der nächsten Tischtalk-Ausgaben dann wieder zu begrüßen. Ihr Moderator heute Abend war Joachim Mirkes und ich sage Tschüss, bis auf bald, und wir hören jetzt noch einen kleinen weiteren Titel mal rein, auch von dem neuen Album, der da heißt Diese eine Sache. Diese eine Sache, genau. Und da geht es dann tatsächlich um das Thema Liebe. Also seien Sie alle lieb zueinander zu Hause, sind wir auch hier vom Team und bis bald. Was der Tag uns bringt.
zeig sie mir, die Sache, die man...